Christian Santos, Doppeltorschütze, ist jetzt hier am Interview bei VfL TV. Christian, Freitagabend, Brückentag. 18:30 war an, für Flutlicht war an. Es war dein erstes Spiel in Osnabrück, vor Publikum natürlich. Ich habe Gänsehaut, wenn ich dran denke. Wie war es bei dir, als du ja vielleicht zum Warmlaufen schon reingelaufen bist? Ja, ich muss sagen, ich hatte auch Gänsehaut. Vor allem beim zweiten Tor. Die Stimmung war Hammer. Besser konnte ich mir das, glaube ich, nicht vorstellen. Zwei Tore dann direkt gegen Hannover 96. Ist ja auch ein Auftakt vor heimischem Publikum, den man sich so wünscht. Kann man sich das so vornehmen als Stürmer, dass man so in so eine Partie geht und sagt so, weiß man das schon, heute treffe ich? Ja, visualisiert habe ich es definitiv. Also mache ich so, ist so einer meiner Rituale. Ja. Aber dass das dann so gut läuft, ja. Bin froh darüber, dass es so geklappt hat. Ja, ist ja perfekt. Also wissen wir jetzt, wie es geht bei den nächsten Spielen. Du bist ja neu in Osnabrück zu uns gestoßen. Hast dich schon ein bisschen eingelebt in die Stadt? Wie ist das so? Ja, eingelebt schon ein bisschen. Ich war mit Baschi ein paar Mal in der Stadt. Der hat mir ein bisschen die Stadt gezeigt. Und ehrlich gesagt, ja, finde ich ganz gemütlich. Ich habe noch keine Wohnung. Da bin ich noch auf der Suche nicht. Ja, jetzt habe ich schon was gefunden. So Ende des Monats habe ich dann auch die Wohnung und dann finde ich mich auch dann besser zurecht. Das klingt doch erstmal sehr gut. Dann gucken wir vielleicht nochmal auf sportliche Freitagabend, eure Leistung gegen Hannover 96. Man kann sich ja als Truppe auch immer viel vornehmen, dass es dann auch wirklich so auf dem Platz klappt. Was war der Schlüssel am Ende, der euch da erfolgreich gemacht hat? Ich glaube, die ganze Mannschaft war fokussiert. Man hat gesehen, alle haben sich in die Zweikämpfe geschmissen. Jeder war für den anderen da. Und ich glaube, ja, das war ein Schlüsselpunkt für den Sieg am Freitag. Du warst ja am Ende dann schon so ein bisschen im Rampenlicht, auch mit den beiden Toren. Jetzt Spieler des Spieltags im Kicker soeben gewählt worden. Wie wichtig ist dir das oder ist dir das sogar unangenehm? Wie nimmst du das so wahr, jetzt, wenn du hier neu ankommst? Ehrlicherweise weiß ich davon nicht. Also ich versuche immer so wenig Nachrichten wie möglich zu sehen, um halt einfach nicht einen Fokus zu verlieren. Also finde ich schön, dass es so passiert ist, dass ich nominiert wurde. Aber Freitag geht's weiter, da bringt das alles nichts. Hast du schon ein schönes Stichwort gegeben, Fokus. Fokus für Freitag ist wichtig gegen den VfL Bochum. Wieder Freitagabend. Ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen gestern gegen Karlsruhe? Was nehmt ihr euch als Truppe vor? Worauf kommt es am Freitag an, damit ihr da besteht beim VfL? Ja, in erster Linie müssen wir auf uns gucken, auf die Mannschaft. Weiter zusammenwachsen. Ich glaube, da wir ja ein paar neue Spieler dazu gekommen sind, ist es wichtig, dass wir jetzt Erfolge feiern dürfen und so mehr zusammenschmeißen. Das ist nochmal eine schöne Schlüssel. Dann auf jeden Fall eine gute Trainingswoche für dich und viel Erfolg dabei. Dankeschön.